Bundesliga Trading Cards. In einem Display sind hier 24 Karten und eine von drei limitierten Karten. Also hoffentlich kriegen wir alle drei verschiedenen Limis. Wäre echt nice. Und was wir in dem Blister haben, sehen wir nach dem Intro. Ja, wir schauen jetzt mal, ob wir Glück haben, dass wir alle drei verschiedenen Limis bekommen. Zwei Stück lege ich jetzt erstmal auf die Seite hier. So, da hätten wir den ersten. Und ein Blister kostet 4,99 €. Steht hier oben. Ja. Dann... Ja, ihr seht hier ein paar Spieler drauf. Dann haben wir hier, ja, wieder von der App hier. Aber die spiele ich ja leider nicht. Falls ihr es möchtet, vielleicht kriegt ihr wieder Codes hier drin. Leider wieder hier in Plastik eingepackt. Echt schade. Was Panini gut macht, macht Tops nicht so gut. So, erstmal Plastik zur Seite. So, dann haben wir hier drin die Booster. Da kommt der erste Booster mit der Limi drin. Wir könnten eigentlich... Ich lege die hier hin. So, mal gucken, wo ist es? Das ist hier Blister Nummer 1. Wir warten, bis wir alle geöffnet haben und dann schauen wir nachher, was in Blister 1 war, Blister 2 und Blister 3. So, dann öffnen wir hier die ersten vier Booster aus dem ersten Blister. Und ja, was ich gerne haben möchte, ist das Autogramm von Alphonso Davies. Das wäre echt cool. Aber so ein Packler habe ich nicht. Nicht wie hier UP oder so. So, offen ist es. So, Müll. Erstmal zur Seite. So. Hier habt ihr wieder einen Code. So, ich habe ein bisschen herangezoomt. So, wir hätten hier als erstes Baumgartlinger von Leverkusen. Als nächstes haben wir hier Framberger von Augsburg. Dann haben wir hier was für ein Name, von Werder Bremen. Als nächstes haben wir hier Bejic von Braunschweig. Oh, muss ich erstmal überlegen. Oh, hier haben wir einen Dauerbrenner. Matthias Kinder von Gladbach. So, ich will ja nachher hier oben die Booster haben. Machen wir es hier hin. So, nächster Booster. Ja. Oh, ein Bayern-Spieler. Man sieht es hier hinten drauf. Da würde ich gerne mal warten. Wir haben hier als ersten Kölner. Oh, da haben wir einen Starspieler. Bornau. Göller Love. Leider fällt ja Karneval aus. Ich glaube, den hatte ich hier schon. Zwar nicht heute, aber im letzten oder vorletzten Video. Hier haben wir Zimmermann von Fortuna Düsseldorf. Dann haben wir hier wieder einen Kölner. Und zwar Marco Höger. Als nächstes haben wir hier einen Hoffenheimer. Oliver Baumann. Dann haben wir hier... Ach, den Code habe ich vergessen. Hier habt ihr noch den Code. Und dann hier den Bayern-Spieler. Oh! Club 100, Thomas Müller. Jawohl, die habe ich noch nicht. Richtig nice. So, die kommt dann hier hin. Man sieht sie ja noch, oder? Ich mache es noch anders da. So, hier hin, weil es kommen ja noch ein Haufen Karten. So, nächster Booster.
Und erst den Code, genau. So, hier habt ihr den Code. Dann haben wir als erstes Prel Embolo von Gladbach. Dann haben wir von Mainz Hack. Dann haben wir Leibold von Hamburg. Dann haben wir hier das Schalke Club Logo. Und dann haben wir hier Matchwinner Selassie von Werder Bremen. Und legen wir den dann drauf hier. Und dann kommen wir zum letzten Booster. Also ohne der Limi hier. Die ist ja da oben. Vom ersten Blister. So, als erstes kriegt ihr hier wieder ein Code. Dann haben wir hier Castells von Wolfsburg. Als nächstes haben wir hier Raman von Schalke. Dann hätten wir hier Vargas von Augsburg. Dann hätten wir hier Gondor von KSC. Und dann haben wir hier noch einen Starspieler von Augsburg, Marco Richter. Ich finde die Karten richtig cool gemacht. So, dann kommen wir zum zweiten Blister. In der Zeit könnt ihr mal hier abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und natürlich noch liken. Also ich habe gesehen, dass der Like-Button jetzt weiß wird, wenn man den aktiviert. Und dann hätten wir den nächsten Blister. Und hier fällt alles... zu viel Müll. So, hier ist der zweite Blister mit der Limi. So. Also der Booster vom Blister mit der Limi. Und die... der Booster hier. So. Booster Nummer 1 vom Blister Nummer 2. So. Da hätten wir den nächsten Code. Sieht man den? So. Dann hätten wir hier von der Herda Darida. Dann hätten wir hier Seufert von Arminia Bielefeld. Dann hätten wir Rehse von Holstein Kiel. Dann haben wir hier einen Dauerbrenner von Augsburg, Niederlechner. Hier drauf. Oha, oha, oha. Wir haben eine Legende. Und zwar Paulo Sergio. Wow. Legende im Blister Nummer 2. Wow, 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 wow. Hui. Nämlich als Titel Legende im Blister. So, nächster Booster. So. So, ihr bekommt wieder den nächsten Code. Und es geht weiter mit Benjamin Pavard von Bayern München. Dann hätten wir hier Eckestein von Werder Bremen. Als nächstes haben wir Schonlau von Paderborn. Dann hätten wir hier Starspieler von Werder Bremen, Osako. Und dann hätten wir hier noch eine Limi? Okay. Noch eine Limi aus dem zweiten Booster, Blister. Okay. Gibt's auch nicht so oft, glaube ich. Aber nice. Wenn jetzt in dem anderen Booster auch der Spieler drin ist, dann lache ich mich kaputt. Dann lache ich mich kaputt. So, hier haben wir Marco Reus von BVB. Dann hätten wir hier Abrashi von
Freiburg. Als nächstes haben wir Chios von Köln. Ich denke mal, er wird so ausgesprochen. Wenn nicht, kann man ja UP mal sagen, wie er ausgesprochen wird. Dann haben wir hier Elvedi von Jan Regensburg. Oha, oha. Hier haben wir Matchwinner Robert Lewandowski. Mit Angriff 99. Ja, moin. Also richtig geil. Allein die Karte ist schon cool. 14 Millionen Marktwert, der ist doch mehr wert. Der ist mehr wert. Also irgendwie. Oder ist das von Tops der Marktwert? Könnte das sein? Könnte das sein? So, nächster Booster. Und der letzte Booster aus dem zweiten Blister. So, hier habt ihr den nächsten Code. So, dann geht's weiter hier mit Gulaschi von Leipzig. Gulaschi. Dann hätten wir hier Udokai von Augsburg. Dann hätten wir hier Bötius oder Bötius. Aber ich denke mal, er wird Bötius ausgesprochen von Mainz. Dann haben wir Mangala von VfB Stuttgart. Da haben wir hier Starspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Blister. Und ja, mal gespannt, ob hier auch eine zweite Limit drin ist. Das wäre dann lustig. So, Müll. So. Hier ist der Booster mit der Limi. Den legen wir hier hin. Also 1, 2, 3. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Booster. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ich sehe hier ein Club-Logo. Der nächste Code. So. Dann haben wir hier Christoph Kramer von Gladbach. Stell mal scharf. Jawohl. Dann haben wir Ginczek von Wolfsburg. Als nächstes haben wir hier Martin von Mainz. Dann haben wir hier Kobel von Stuttgart. Und dann haben wir die Clubkarte von Freiburg. Und ja, dann geht's weiter. Weiter, immer weiter. Und ich krieg den Booster nicht auf. Boah, die sind immer so. Haben die da Panzerkleber geholt oder wie? Oh, ein Bayern-Spieler. Ich sehe nicht wer, aber es ist Mittelfeld. So, erstmal den Code wieder. So, hier ist der Code. So. Alles rumdrehen. Hier haben wir Memedi von Wolfsburg. Dann hätten wir hier von Hoffenheim Bikacic. Dann hätten wir hier Ucha von Union. Dann hätten wir hier die Meisterschale von der ersten Liga. Ich glaube, die habe ich leider schon. Und da haben wir hier schon wieder Starspieler Joshua Kimmich. Ja, moin. Also richtig sortiert sind sie auch nicht. Ich glaube, ich habe den jetzt schon zum dritten Mal oder so. So, vorletzter Booster. Und dann kommen wir zu den Booster mit den Limis. So, hier nächster Code. Dann haben wir hier schon wieder Embolo von Gladbach. Dann haben wir Schichosch von Köln. Dann hätten wir hier Elvedi von Jan Regensburg. Dann hätten wir hier Christian Günther als Dauerbrenner von Freiburg.
Dann hätten wir hier einen Matchwinner Öztunali von Mainz 05. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Booster hier. Aber noch nicht im Video. So. Dann hätten wir hier den nächsten Code für euch. Ups. Hier haben wir Castells von Wolfsburg. Dann hätten wir hier Baumann von Hoffenheim. Dann hätten wir hier wieder Bötius von Mainz. Stell scharf. Na, er will nicht. Doch jetzt. Dann haben wir hier. Wie heißt er? Mangala von Stuttgart. Und dann hätten wir hier Starspieler Max Kruse von Union. Den habe ich auch schon. Ja, dann schauen wir jetzt noch nach den Limis hier aus Blister Nummer 1. Wen werden wir da haben? Ich gucke noch nicht. Wir haben hier wieder den nächsten Code. Na? So. Dann hätten wir hier. Oh! Hishang Huang von Leipzig. Mit dem spiele ich ja in FIFA. Der geht da ab wie Inception. Was hat denn der hier an Speed? 76. Dann haben wir hier Philipp Kostic von Frankfurt. Dann haben wir hier Reese von Holstein Kiel. Dann haben wir hier Matchwinner von Union, Bülter. So. Ups. Dahin. Und dann haben wir hier die Limi, und zwar ist es Player von Gladbach aus dem ersten Blister. So, dann kommen wir zum zweiten Blister. Da hatten wir ja schon eine drin, warum auch immer. So, wenn das jetzt wieder die gleiche ist. Ich sehe schon ein Gladbach-Logo. Wie macht man das? So. Der nächste Code natürlich. So. Da hätten wir hier Brekalo von Wolfsburg. Da hätten wir hier Gregoric von Augsburg. Der nächste ist hier Gonta von Erzgebirge Aue. Dann haben wir hier einen Starspieler von Gladbach, Thüram. Ne, hier hin, auf diese Seite. Und dann haben wir hier die Limi, und zwar ist es wieder Player. Aber dafür habe ich einen zweiten jetzt hier. Vielleicht habe ich Glück. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich hier in einem Blister drin sein sollte. Aber ich gucke mal. Ja. So. Ich mache jetzt diese Karte nach hinten. Also die erste. So, hier haben wir den nächsten Code. Dann haben wir hier Aranguiz von Leverkusen. Als nächstes hätten wir Solai von Freiburg. Dann hätten wir hier Selassie von Werder Bremen. Dann hätten wir hier Dauerbrenner Joshua Kimmich. Oh, die habe ich glaube ich noch nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Abwehr 93. Und dann haben wir hier. Ja, wieder Blair. Also aus drei Blistern
Dreimal Blair. Unglaublich. Ja, also das war's mit diesem Video. Also drei Blister, drei die gleichen Limis. Plus halt hier die, wo eigentlich, glaube ich, nicht hätte drin sein sollen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und schaltet wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.